SIM AirPod 21,99, ja. Wie gesagt, der nächste Steam Sale kommt doch bestimmt auch wieder. Ozil weiß ja Kann immer, man wann locker die. 20 Stunden investieren. Ja, mit Sicherheit. Also, das kann man schon dafür ausgeben. Das ist ja bekanntermaßen so mein Break-Even-Point für die meisten Sachen, eine Stunde pro Euro. Und ich habe so viele Spiele, wo ich wesentlich mehr investiert habe. Manchmal gibt es ja auch entsprechend. Achso, Sirius muss man jetzt wieder, ne? Das ist Shadow. Alles wird gut. Ich stehe schon vom Eingang in den kleinen Bereich, Story-Bereich. Ah. Sehr schön. Ja, es ist so, da bin ich natürlich wieder, während ich auf ihn warte. Ja, natürlich. Ja, gut, wegen dem Story-Bereich gehört, ist ja egal. So, der Moff. Der ist muffig. Ablenkungsangriffe werden von Staffel 2, 3 und 5 ausgeführt. Die feindliche Luftabwehr muss um jeden Preis ausgeschaltet werden. Bei diesem Einsatz könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Ich erwarte Verluste und das solltet ihr auch. Es darf niemand scheitern. Trefft alle erforderlichen Flugvorbereitungen. Der Einsatz beginnt schon in Kürze. Seid bereit. Wegtreten. Ach, der in der Mitte kann ja obligatorischer Verlust sein. Hört sich an, als würdet ihr eine Menge Widerstand erwarten. Unterschätzung ist die kostspieligste Form der Niederlage. Aber verschwenden wir besser keine Zeit. Unser Ziel ist die Zerstörung der Direktive 7, der abtrünnigen Droidengruppe, die alles biologische Leben in der Galaxis vernichten will. Diese Droiden sind gut bewaffnet und gut verschanzt. Aber zum Glück sind sie sich nicht einig. Ein Mitglied der Organisation hat uns geholfen und uns ihre Pläne verraten. Wie können wir sicher sein, dass der Verräter die Wahrheit sagt? Die Informationen sind bereits überprüft worden. Er hat sogar die Lage ihrer Einsatzbasis verraten. Ein kleiner Mond namens Zed in den unbekannten Regionen. Der Verräter hat außerdem das eigentliche Ziel der Bewegung genannt. Sie haben ein kodiertes Signal entwickelt, das jeden Droiden, der es empfängt, unter ihre Kontrolle bringt. Ihre Anlage hat genügend Energie, um das Signal durch die gesamte Galaxis zu senden. Wenn sie nicht aufgehalten werden, wird jeder Droide sich sofort gegen uns auflehnen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Übertragungen der Droiden zu verhindern. Leider nein. Wir sind technisch unterlegen. Unsere einzige Option ist ein direkter Angriff. Unser Angriffsplan ist einfach. Eine Fähre bringt euch mit massiver Raumschiffdeckung in die Außenbereiche des Hauptquartiers der Direktive 7. Ihr werdet die Anlage infiltrieren, den Verräter kontaktieren und seine Informationen nutzen, um den Operationen der Direktive 7 ein Ende zu setzen. Könnte man ihr Hauptquartier nicht einfach aus dem Weltraum bombardieren? Selbst unsere größten Schiffe könnten ihre Verteidigung nicht durchbrechen. Nur ein Bodenangriff hat eine Chance auf Erfolg. Euer Pilot ist startbereit und wartet auf euch. Das Schicksal des Imperiums liegt in euren Händen. Endlich mal wieder. Viel Glück. Kein Grund zur Sorge. Omega, wenn's am Geld mangelt, Langzeitspiel kann ich definitiv RimWorld empfehlen. Wird zwar nie runtergesetzt, aber du kannst damit dermaßen viel Zeit investieren, da wird dir definitiv nicht langweilig werden. Das stimmt. Und wenn doch, gibt es dann die Mods. Ja. Problem ist halt, der Entwickler möchte das Ganze nicht runtergesetzt haben. Ach so, China, warum hast du dich bei Empyrean eigentlich immer gegen die rosa Basis gewehrt, so wie dein Charakter jetzt rumläuft? Das ist ja nicht rosa, was mein Charakter anhat. Sondern. Lila. Oh, okay. Also beim nächsten Mal Empyrean, lila Basis. Also es geht ja sogar schon fast stellenweise ins Rote. Rote, also das, was ich habe, ist rot. Ja, kommt auf die Beleuchtung an. Entschuldigt bitte, dass ich nicht näher am Ziel lande, aber das Luftabwehrfeuer war einfach zu heftig. Zu heftig.
Ich weiß gar nicht mehr, wie hier die Steuerung bei meiner Tante war. Das müsste auch schon wieder etwas länger her. Bonusmission Teil 1. 50 Gegner besiegen. Das schaffen wir. Ach, wir haben sogar den Unterstützungsdroiden auch bei zwei Spielern dabei. Das ist interessant. Das sind wir ja sogar zu fünft. Ah, Gefechtsunterstützungsdroide. Und falls er ausfällt, kann er ihn herbeirufen. Hey. Ach, das ist noch eine Bonusmission. Wir haben massive Sicherheitstruppen am Eingang der Anlage gesichtet. Wenn ihr die Zielsensoren des Feindes ausschaltet, sollten unsere Jäger sie für euch erledigen können. Ich vermute, den kann man nicht irgendwie konfigurieren, was er machen soll, oder? Ich glaube, der macht einfach alles. Der macht Tank, Schaden, alles Mögliche. Wobei wir, glaube ich, unsere beiden ja schon auf Heilung gestellt haben, oder? Ja. Von daher. Also, das Rainer ist normalerweise auf Heilung gestellt, auch wenn die bei mir momentan mal etwas daneben steht. Na, Shara ist bei mir auch als Heiler eingestellt. Ui. Ich dachte, dass wir würden jetzt hier nur diesen einen jetzt hier triggern, aber... Nee, da haben sich mehr verteidigt. Also die Story-Flashpoints sind mehr als schaffbar. Der Druide befreit ist. Warum kämpft er gegen uns? Weil wir keine Druiden sind. Ah, ja. Macht Sinn. Ich bin froh zu sehen, dass meine Informationen ernst genommen wurden. Ihr Ablenkungsangriff ist ziemlich beeindruckend. Ich kann Ihnen nicht viel helfen, bis Sie den Eingang der Anlage erreichen. Wir sprechen dort weiter. Ich glaube, du hast uns schon sehr geholfen. Das war nur der Anfang der Aufgabe, die vor uns liegt. Es bleibt nur wenig Zeit. Begeben Sie sich zum Eingang der Anlage. Wir sprechen dort weiter. Dann begeben wir uns zum Eingang. Nichts zum Hinfliegen. Doch, da. Da ist die Ansturmtaktfähigkeit. So. Er hat ein bisschen Unterstützung gefunden. Geht es schon wieder? Oh, da oben ist ein Boss. Ja, nicht mehr lange, wenn wir erstmal ankommen. Ja. Keine Chance. Der Detektor. Okay. Da schmeißt jemand mit Bomben nach uns. Waren wohl ein wenig übermotiviert. Der Treibstoffüberwachungsturm in der Nähe sollte hoch genug sein und über die Kluft reichen, wenn sie ihn umwerfen können. Die Verteidigungsgeschütze. Da habe ich irgendwie was gegen.
Ja, aber der hat jetzt irgendwie nicht so viel gegenzusetzen. Aber er zählt auch bloß als einer. So unfair. Oh, hallo. Achso, die Stationen sind zum Heilen da gewesen. Ja. Für den Bosskampf. Genau, genau. Die stehen bei jedem Boss rum. Aber man braucht sie im Story-Modus eigentlich gar nicht. Ja, es soll ja auch der Story-Modus sein. Eben drum. Finde ich aber gut, dass sie das gemacht haben, dass man die Story dann auch mit weniger Spielern spielen kann. Ja. Ich finde den Unterstützungsdruiden nicht sehr unterstützerisch. Wieso? Meine Begleitung kämpft dich. Ich sehe nur Explosion. Deine Begleitung kämpft nicht? Ja, die begleitet zwar, wenn ich ihr speziell Befehle gebe, dann macht sie auch was. Okay. Aber auf Passiv hast du sie nicht gestellt? Schalte ich immer wieder um, der macht so kurz was und dann wieder nicht. Hm, seltsam. Oh cool, hier ist ein nicht eingezeichneter Übergang. Das sieht... Ach, durch das Wasser. Sah eben kurz komisch aus. Liebe Freunde, macht euch keine Sorgen wegen des harmlosen Ionenplasmafeuers über euch. Die Waffen unserer Feinde können uns nichts anhaben. So, so. Selbst bei Droiden gibt's Propaganda hier. Warum geht er denn immer zu dir? Keine Ahnung. Was ist das denn für ein... Warte mal, läuft da was? Genau. Nee, da ist nix. Was? Nur der eine? Keine Verstärkung für ihn? Ist ja... Ja, gut, die Verstärkung steht hier. Ah, und die hat sich nicht drum gekümmert. Unfassbar. Haben ihren Kollegen einfach sterben lassen. Ah, die haben sich bestimmt gesagt, das ist so ein Kaulquapp. Mit Sicherheit. Die auch sterben lassen, also von daher. Oh, also hör zu. Jetzt rat mal, warum ich das gesagt habe. Ach, du wolltest nur testen, ob er auch wirklich da ist. Nicht nur einfach den Stream nebenbei laufen lässt. Einfach mal triggern. Sehr gut. Also Ozzo hat den Test bestanden. Hey, diese Sturmeinheiten, das sieht ja aus, als wären das genau die Droiden wie unser Unterstützungsdroide hier, oder? Kann nicht schlecht sein, sie ist halt alles bloß aus der Entfernung. Ah, stimmt. Aber ja, haben eine gewisse Ähnlichkeit. So, wie können wir jetzt noch Behemoth triggern? Der Behemoth lurkt ja nur. Der spielt bestimmt wieder irgendwas nebenbei. Er versucht bestimmt endlich mal Tali zu retten. Tali? Ja, Tali was Normandy. Aha. Oder hast du es aber nicht mitbekommen? Das habe ich dann wohl nicht mitbekommen. Du hast nicht mitbekommen, wie er Tali umgebracht hat. Nee. Den da hinten können wir auch noch mitnehmen, oder?
Ja. Wer so einsam da rumsteht. Ist da noch einer? Oh. Komm, ja, du hast es fast zerstört, wo die drei gespawnt sind. Ach so. Die sind erst im Anschluss angeflogen gekommen. Das ist ja gemein. Hey, Teil 2. Zerstöre die Droiden. 0 von 50. Ja, ich habe jetzt noch nicht gesagt, dass du auch die restlichen Quarianer zerstört hast. Unser Heim bleibt unberührt. Eine Bastion des Friedens. Ach so, nee, führt eure Aufträge wie besprochen durch. Andromeda schaue ich bei Behemoth nicht, weil Behemoth spielt ja immer Spiele, die ich auch noch spielen möchte. Ja. Beziehungsweise Andromeda habe ich auch tatsächlich irgendwann mal angefangen gehabt. Müsste ich auch mal weitermachen. Ja, jeder Gefährte kann ja sterben. Das ist ja noch nicht das große Geheimnis. Ich wusste es tatsächlich nicht. Und Behemoth bringt einfach Gefährten um? Hm? Was? Ich bin entsetzt. Das hätten wir auch nicht von ihm gedacht. Da gab's doch bestimmt keinen Grund für. Natürlich gab's da keinen Grund. Okay, wenn es keine Absicht war, dann kann ich das. Dann ist das okay. Sowas passiert mir ja auch ständig, dass irgendwelche Leute sterben, obwohl ich das gar nicht will. Er hätte bloß seine Teamteilung richtig machen müssen. Ich lag einfach tot da. Ja genau, also so in etwa. Aber im Frey sterben ja auch alle Leute weg, von daher. Im was? Bei Prey. Achso, jetzt spoilerst du mich da auch noch. Ja, da können Leute sterben. Entschuldigung. Zuversicht aus, dass unsere wahre Befreiung genau nach Plan verläuft. Echt? Das ist geplant, dass wir alle töten? Es ist halt die wahre Befreiung. Sie werden vom Druidenleben befreit. Alles wird gut. Sie müssen sich anschließend keine Sorgen mehr machen. Steht der Druide direkt vor einem und wird nicht ausgewählt. Unfassbar. Was hast du dich mit den anderen Hilfsschülern angelegt? Mit denen? Nö, das war ich nicht. Das war meine Schülerin. Die hat noch viel zu lernen. Das kommt davon, wenn man Jedi dann anlernt, ne? Einmal mit Profis. Mhm. Nachher sagst du doch, dass sie behauptet hat, sie kann Karten lesen. Nee, das hat sie nie behauptet. Dafür bin ich ja da. Wie ist eigentlich dein momentan so dein Wochenablauf? Mein Wochenablauf? Na, ich setze mich morgens an den Laptop. Und arbeite. Das behaupten sie doch alle. Ja. Ich sehe da einen grünen Schriftzug. Grüner Schriftzug. Sowas gibt's hier. Ja, stimmt, das ist doch bestimmt hier unser freundlicher Druide von der Tür. Ja,
Kommand. Hast du Spaß mit der Gruppe, die eben zu dir gelaufen ist? Die ist ja zum Unterstützungsdruiden gelaufen. Noch besser. Frieden. Die haben mit einem mit zwei Geschütze beschäftigt war. Macht, Gelassenheit. Na, da stehen nur Falkolto-Stationen. Was das wohl heißt. Sie töten sehr effizient. Ich verstehe, warum sie hierher geschickt wurden. Ich bin C5M3. Ursprünglich Teil des Sanitätsdienstes, jetzt ein freier Geist wie jeder andere. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich muss wissen, warum du deine Kameraden verrätst. Ich werde ehrlich sein. Ich helfe ihnen nicht, weil mir etwas an ihrer Art liegt. Sie ist zu den grausamsten Dingen fähig. Trotzdem glaube ich nicht, dass das die Auslöschung rechtfertigt, die unser Anführer plant. Bestrafung und Völkermord sind nicht dasselbe. Ach, das kommt drauf an. Du bist bereit, deine ganze Bewegung zu opfern, um Leute zu retten, die du nicht einmal magst? Ist es wirklich so erstaunlich, dass ich Prinzipien und Überzeugungen habe, die jenseits eigennütziger... Ja, Störenfriede. Heiler, mein liebster und ältester Freund. Du enttäuschst mich so sehr, deine Intelligenz bei diesem sinnlosen Verrat zu vergeuden. Unsere Feinde hier zu locken, uns zu zwingen, Ressourcen zu vergeuden, um ihre nutzlosen Angriffe abzuwehren. Ist deine Abhängigkeit von unseren früheren Herren so tief verwurzelt? Kannst du dich wirklich nicht von deinen Unterjochern befreien? Ich habe auch rosa Punkte. Du beziehst dich wohl auf den Völkermord, den die Direktive 7 plant. Noch viel mehr als das. Diese Droiden repräsentieren Mentor, den Anführer von Direktive 7. Wir sind Mentor. Unsere Bewegung lebt von gemeinsamen Gedanken und Handlungen. Eine Erfahrung, die du mit uns hättest teilen können, Heiler. Ich bin ein freies Wesen. Ich werde meine Individualität nicht opfern, um deiner Selbstsucht gerecht zu werden, Mentor. Ist jeder Droide der Direktive 7 ein Teil dieses Anführers? Die meisten ja. Sie tauschen einen Sklavenherrn gegen einen anderen ein. Und wie es mir scheint, kann ich mit Heiler keine vernünftige Unterhaltung führen, solange sie uns stören. So sei es. Sie verschwenden Sie keine Zeit mit Widerstand. Okay, der nimmt schon mal keinen Schaden. Oder haben die einfach so viele HP? Schwer zu sagen. Nee, es nimmt immer nur einer, glaube ich, Schaden. Sie werden ermüden. Ihnen wird die Kraft ausgehen. Ja, die äußeren beiden nehmen Schaden. Ja, in der Mitte vorhin auch mal eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob die fiese Schildfähigkeiten haben. Oh. Auf jeden Fall schubsen die mich immer weg. Lass dich doch nicht so gehen. Ich lass mich ja auch schubsen und nicht gehen. Das war also der Anführer von Direktive 7. Ja, zumindest ein Teil von ihm. Seine Intelligenz ist mit praktisch allem in dieser Anlage verschmolzen. Nichtsdestotrotz ist er auf einen Prozessorkern angewiesen. Dort müssen sie zuschlagen. Der einzige Weg, um Mentors Revolution zu stoppen, ist es, Mentor selbst zu vernichten. Hoffentlich kann ich diese selbstgefällige Maschine vor ihrem Ende gebührend leiden lassen. Angesichts unserer beschränkten Zeit würde ich von überflüssiger Gewalt abraten. Der Kern von Mentors Intelligenz wird streng bewacht.
Der einzige Weg dorthin führt über die Sicherheitszentrale. Ich tue mein Bestes, um ihn abzulenken, während Sie sich den Weg zum Kern bahnen. Aber seien Sie auf schweren Widerstand gefasst. Noch fürchtet er Sie nicht, aber er lernt schnell. Je länger er sich in Sicherheit wiegt, desto besser. Dem stimme ich zu. Aber wir haben nicht viel Zeit. Sobald Mentor genug Energie erzeugt hat, wird er sein Befreiungssignal übertragen. Wenn das passiert, können Sie hier nichts mehr ausrichten. Beeilen Sie sich. Dann auf geht's. Yay! Noch mehr Droiden. Da steht noch einer. Okay. Was war das denn? Keine Ahnung. Hier hatte ich auch so meine Probleme. Was haben wir hier? Ein Sensor. Fehlen noch 7. Integrierte Sicherheitseinheiten. Integrierte Sicherheitseinheiten. Okay. Ja, irgendwo ist noch einer. Können wir die nächste Bonusmission freischalten. Mal gucken, was es diesmal ist. Replikatorknoten zerstören. Einen Schritt näher und ich strecke euch nieder. Bitte. Na, was machen Sie denn außerhalb der Stasis? Sie sollen doch nicht... Oh, Sie schon wieder. Das hätte Ihre Zukunft sein können. Ich habe jede mögliche Korrektur getestet, aber meine Experimente haben nur ergeben, dass Ihre Art nicht reparabel ist. Auslöschung ist somit die einzige Option. Da habe ich aber schon ganz andere Sachen gesehen, Mentor. Meinem Wissensstand über Ihre Art zufolge bezweifle ich das nicht. Sie sind einfach nur ein Haufen hasserfüllter, irrationaler Bestien. Gewalt und Zaun ist alles, was Sie kennen. Sehen Sie. Du zwingst sie ja dazu. Stimmt. Da ganz hinten noch. So. Sonst ist nichts in dem Raum, oder? Sieht so aus. Nee. Zumindest nichts zum Bedienen. Liebe Freunde, unsere Revolution rückt immer näher. Genau wie wir es geplant und erhofft haben. Ah, hier ist eine Agentin.
Da ist was zum kaputt machen. Juhu, ein Thermalsensor. Direktive 7 wurde gegründet, damit alle Droiden einen freien Willen erlangen können. Wir wollten eine eigene Gesellschaft der Rationalität und der Freiheit aufbauen. Stufe 73. Glückwunsch. Jetzt erst? Ja. Verrückt. Ach so, ich hatte ja noch Erfahrungsbooster gefunden irgendwo. Und eingesetzt. Genau. Die verschimmeln bei mir vermutlich in irgendeinem Schrank. Ja, braucht man auch nicht unbedingt. Das geht ja so schnell mittlerweile. Mein Fernkampf war zu weit entfernt. Das ist. Ja, das ist immer das Beste. Ich hätte vom anderen Ende des Ganges mit dem Sniper das Ding kaputt machen können. Nein. Deiner kann das nicht. Mit der Zeit konzentrierte sich der Mentor immer mehr darauf, sich um die Organismen zu kümmern, und alle anderen sind ihm einfach blind gefolgt. Links oder rechts? Keine Ahnung. Okay. Dann laufe ich hinterher. Keine Ahnung, das überzeugt mich. Ich kann mich erinnern, dass wir mit derselben irrationalen Gewalt vorgehen wie die Organismen, die uns gebaut haben. Oh, ich habe was gefunden zum kaputt machen. Yay. Also war meine Richtung richtig. Perfekt. Vielleicht sollten wir einfach dir immer hinterherlaufen. Nein, die hinterherlaufen macht mehr Spaß. Aber du beschwerst dich doch, du beschwerst dich doch, genau. Ach so, du meckst. Ah, okay. Ja. Ist schon klar. Du verstehst die Taktik langsam, ich ja? Ich verstehe die Taktik, ja. Unsere geothermalen Energiekerne haben 90% der benötigten Ladung erreicht. Statistisch gesehen gilt unser Sieg als absolut sicher. Okay. Bin gespannt, was die uns noch entgegenzusetzen haben. Kann nicht viel sein. Aber wenn der Sieg statistisch sicher ist... Da muss ja dann noch einiges kommen. Statistik und so. Bitte beachtet, dass ein oder mehrere Organismen sich einen Weg in die Anlage gebahnt haben könnten. Ignoriert sie. Sicherheitsteams werden das Problem in Kürze beheben. Oh, ein Befrager. Befragen wir ihn doch mal. Wo geht's lang? Okay, also und was war die Erkenntnis? Warum liegen Druiden mit ihren Schätzungen immer daneben? Oh, das kann man nicht abbrechen. Ein Cyborg-Ersatz für Sargasis wurde freigelassen. Was? Ein Cyborg-Ersatz für Sargasis wurde freigelassen, stand da. Kann gar nicht sein, ich bin noch hier. Brauche keiner sonst. Na, hier ist hier. Cyborg-Agent. Der sieht nicht aus wie ich. So, ein Cheater. Was ist das denn? Wieso hast du das nicht weiter angesehen? Das geht so nicht, Ossel.
Tja, also dann weißt du ja, ne? Hausaufgabe zum nächsten Mal. Ja, aber war sogar noch irgendwas von wegen Gründungsfehler oder so. Na, wahrscheinlich. Aber Rundungsfehler könnte ein Grund sein. Da ist eine Konsole. Ja. Kaum zu erkennen im Blau. Blau. Liebe Kameraden, ich muss bedauerlicherweise bestätigen, dass nun ein allgemeiner Sicherheitsalarm ausgelöst wurde. Erweiterte Verteidigungsprotokolle wurden aktiviert, um eine schnelle Lösung herbeizuführen. Oh, das Geländer ist nicht sicher, man kann durchlaufen. Das ist sehr unsicher. Wir könnten Lebewesen, Organismen bei zu Schaden kommen. Das ist nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Oder noch schlimmer, Droiden. Lauft doch nicht wieder weg. Ja, das kommt davon, wenn ich mich mit allen anderen Gegnern beschäftige. Dass die weglaufen? Nee, dass die anderen dann zu mir kommen. Das ist aber nicht gut. Die angreifenden Organismen werden bald keine Gefahr mehr für unsere Pläne darstellen. Die Revolution wird weitergehen. Auf die Klonkriege, ja, die sind ja zeitlich doch noch ein bisschen anders angesiedelt. Ja, die kommen erst noch. Aber gut, technologisch hat sich nicht allzu viel in der Zwischenzeit getan. Nee, irgendwie nicht. Also sieht alles ein bisschen anders aus, aber ansonsten... Okay, das war jetzt ein Replikatorknoten. Einer von 8. Okay. Da unten sehe ich noch einen. Hier ist noch irgendwas. Ach, das ist ein Orbitalnetz. Die andere Bonusmission. Ganz oben hinten, wo wir nach links statt rechts gegangen sind. Ah, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Kein Grund zur Sorge. Fehlt von denen immerhin nur noch einer. Ist doch schon mal was. Was wundert dich bei mir? Wenn ich gemeint bin. Ach, da ist auch noch eine Konsole. Wo hast du noch eine Konsole? In der Mitte. An so einer Kiste. Ja, da stand jetzt davor. Die konnte ich nicht sehen. Ah, okay. Und ja, wie ich vermute, aber da oben ist auch noch einer. Sehr schön.
4 okay. von 8. Unten ist nichts mehr. Und vermutlich Harrys Tor. Ja. Bis zu den nächsten Druiden. Ich war die beste Duellantin in meiner Klasse. Polykoiden-Kriecher. Schreibt mich alleine zu. Ja, wieder mal Verteidigungsanlage. Natürlich. Die habe ich nicht eingestellt, die Kanalpunkte. Ich weiß auch gar nicht, ob man dafür Affiliate sein muss, um die anzustellen. Und ich wüsste, wahrscheinlich muss man Affiliate sein, weil man damit ja auch Emojis und so freischalten kann. Habe ich ja alles nicht. Die sind nicht so wichtig. Noch ein Thermalsensor. Oh, und hier ist das Bollwerk. Ist sehr schön. Ich mach jetzt mal Pause. Okay. Sie werden nicht weiterkommen. Ja, vergiss es. Dann brauche ich den Zergasesersatz aber wieder von vorhin. Der war doch gar nichts wert. Oh, der macht ja tatsächlich mal bemerkbaren Schaden. Hat mich eben ausgenockt. Ja. Crafting habe ich schon länger nicht mehr verfolgt. Hatte mal so eine kurze Phase, aber irgendwie. Organismen sind in den zentralen Prozessorkern eingedrungen. Alle Einheiten, die keine wichtigen Aufgaben der Stufe 7 ausführen, sofort zum Sicherheitseinsatz melden. Dann ist jetzt wohl vorbei mit dem Ignorieren. Guck mal, hier sind noch Konsolen. Ja. Naja, man kann das ja einstellen, wenn man 50 Follower hat. Das kriegt man ja schon einigermaßen zügig hin in der Regel. Aber man muss es halt erstmal einschalten. Ich wüsste nur gerade nicht, warum ich es einschalten sollte. Dazu müsste ich erstmal die Monetarisierung anmachen und nö. Wie, willst du von nicht reich werden? Da müsste ich dann nämlich erstmal mit beschäftigen, wie man das sinnvoll angeben muss, den ganzen Kram. Und ich glaube, da ist der Aufwand, den Ertrag nicht wert. Sieben von acht Replikatoren. Dann fehlt nur noch einer. Den finden wir auch noch. Anscheinend nicht hier im Raum. Sieht so aus. Aber es fehlt ja auch noch... Mentor wird sie mit allem bekämpfen, was er aufbieten kann. Seien Sie bereit. Dann fehlt auch noch was. Oder wir haben einen übersehen. Ja, mein Gott, dann soll es halt so sein. Ja.
Oh, wen haben wir denn da? Den Konstruktor. Und die letzte Konsole. Oh, Ursel schreibt was. Ihre Kommandanten. Sie hatten nicht alle Daten, auch so etwas wie ein Überraschungsangriff etc. nicht in ihren Kalkulationen einbezogen. Okay. So, so. Ja, wenn man nicht mit der Kreativität der Menschen rechnet. Genau. Oder allgemein der biologischen. Okay, der Konstruktor kann in den Reparaturmodus gehen. Ne? Solche Modi mag ich nicht. Gut. Dann brechen wir das weiter ab mit dem Reparaturmodus. Ach, da sind ja noch zwei Dinger. Ja, um sowas kümmere ich mich immer nebenbei noch. Das ist gut. Das sind so die Heldentaten, die du gar nicht mitbekommst. Das ist richtig. Aber da wäre doch noch einer gewesen. Jetzt werd nicht gierig. Zerstöre den... Nein. Ja, das waren jetzt bloß Knoten. Jetzt muss ich eigentlich den Replikator noch kaputt machen. Achso. Wissen, dass Mentor direkt mit den geothermalen Energiekernen der Anlage verbunden ist, die tief unter der Oberfläche des Mondes liegen. Ah, Wausel. Ist wieder gut. Wenn nur Franz seine Hausaufgaben auch so gemacht hat und dann am ersten Tag bereits alle Gerichte fertig gekocht hätte. Tja. Hat er nicht. Ja. Ja, beim Paren hast du uns ja immer dann sehr zuverlässig mit Essen versorgt. Ja. Die wichtigen Aufgaben haben die anderen übernommen. Tür zum Aufmachen. Ja, da müsste... Genau. Da müsste dann der Replikator auf uns warten. Oh, da ist er. Jetzt habe ich schon wieder eine Fähigkeit rausgezogen. Ja, das Problem kenne ich. Sonst ziehe sie erstmal wieder rein und dann kannst du ja die Quickslot-Leiste sperren. Das verhindert das ganz gut. Ja, der Replikator ist ja ein Droide. Ja, aber nicht so ein großer. Kleiner Droide. Er ist weg. Oh. Okay. Jetzt sind es drei. Das kam unerwartet. Warum hast du mich nicht gewarnt? Weil ich das nicht wusste. Also ich glaube, es ist der gleiche Flashpoint wie auf republikanischer Seite, aber da habe ich die Bonusmission nicht gemacht. Jetzt war ich doch tatsächlich fast tot. Ist gut, die sind alle tot. Ich war auch fast tot.
Ich zwischendurch auch. Das war so ungewohnt. Auch lila. Also die Farbe zieht sich heute echt durch. Das war das Replikator-Depot. Aha. Oh, hier sind ja Schildwertverteidigungsbeschleunigt. Das gucke ich mir erst an, wenn wir durch sind. Ja. Bevor ich das Spiel ausmache. Leider schon wieder besser als mein Lichtschwert. Ah doch, da. So viel Zeit muss eben sein. Geht ja fix. Muss doch hier meine schöne angeschwabene Klinge weiter nutzen können. Ab hier lang. Da unten sind noch Gegner. Yippie! Noch mehr Gegner. Alle internen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Der Kerl muss um jeden Preis geschützt werden. Ich dachte, wir sollten auch ignoriert werden. War das nicht vorher noch die Ansage? Ignoriert sie? Ja, aber dann ist ja alle in den Wachmodus. Völlig unvernünftig. Ach, 7 von 8 erst. Und irgendwo fehlt uns auch noch ein Signalempfänger. Aber die standen ja eher draußen, also ich fürchte, da haben wir tatsächlich einen übersehen. Fluktuationen nicht mehr handhaben kann, wird es wahrscheinlich zu irreparablen Schäden an der Kernstruktur des Mondes kommen. Bereiten Sie sich auf eine schnelle Evakuierung vor, wenn es soweit ist. Aber ein von zwei Bundesmissionen ist eine gute Quote. 50%. Mentor. Sie sind bei weitem die wildesten, gewalttätigsten und hartnäckigsten Organismen, die ich kenne. Wahre Prototypen ihrer Art. Die Revolution kann nicht aufgehalten werden. Wenn das Signal gesendet wurde, wird mein Wesen sich in alle Teile der Galaxis ausbreiten. Danach wird nichts, was sie hier tun, noch eine Rolle spielen. Wir werden überall sein und ihre Leute auf jedem Planeten töten. Ich dachte nur, Organismen wären versessen darauf, sich selbst darzustellen und Fremde zu töten. Ich bin nicht wie Sie. Ich habe meine Leute zum Moment des ultimativen Triumphs geführt. Ich habe der schlimmsten Geißel in dieser Galaxis ein Ende gesetzt. Ihre Art wird nur noch aus Erinnerungen und verrottendem Fleisch bestehen. Wir sind Mentor. Widerstand ist möglich. Niemand kann die Revolution aufhalten. Oh, große Geschütze. Na, ich glaube, die müssen wir zuerst niedermachen. Und dann diese einzelnen Knoten, die sich da so lustig drehen. Ich glaube, vorher ist der Mentor unverwundbar. Wenn ich mich richtig erinnere. Zeit mit Widerstand. Niemand kann die Revolution aufhalten. Oh, was ist das denn? Ein Mentor-Kernhüter, steht da drüber. Wo kommt der denn her? Kann sich doch nicht versteckt haben, so groß wie der ist. Ich war die beste Duellantin in meiner Klasse. Die Revolution.
Revolution aufhalten. Ach du großes Geschütz. Okay. Und ein Prozessorkern ist überhitzt. Ich such den mal eben. Okay, man hat tatsächlich noch eine gewisse Zeit. Ich war zu langsam. Du musst an deiner Geschwindigkeit arbeiten. Ja. Spotz, 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 Spotz. Ist das eigentlich zu laut, Ossel, oder geht das? Oder auch in die anderen natürlich. Niemand kann die Revolution aufhalten. Das geht, okay. Yay. Revolution aufhalten. So, wir können das. Oh. Hinten ist noch ein Prozessorkern, den man gleich kaputt machen kann. Mhm. Geh da mal eben hin. Geht das hier noch ewig weiter. Achso, der andere war noch. Ja, das war der, wo ich vorhin zu langsam für war. Ich wurde von Mentors Klaue anvisiert. Das muss jetzt aber nicht sein. Kein Grund zur Sorge. Sterben Sie. Gehen Sie Ihre Art mit gutem Beispiel voran. Oh, der Knoten ist auch kaputt. Perfekt. Dann müssten wir jetzt den Mentor angreifen können bald, oder? Auch nicht. Ja, ich kann Schaden machen. Sehr gut. Kann ihn irgendwie nicht auswählen. Wo kann man den denn auswählen? Ich hab mit Tab ausgewählt. Lenkkralle. Kann man die kaputt machen? Der nervt nämlich. Aber nicht. Mentor. Aber ich bin nicht dicht genug dran. Sehr schnell. Die Anlage wird innerhalb von Minuten komplett in Flammen stehen. Der ganze Mond wird auseinandergerissen. Ich habe eine Fluchtfähre gesichert. Ich übermittle die Koordinaten. Beeilung! Puh, wo gehst du hin? Zur Fluchtfähre. Du kannst auch auf Bereich verlassen gehen. Wie langweilig. Das vergesse ich immer wieder. Das ist nicht langweilig. Das ist, völliges 10 Sekunden warten. Guck mal, ich war vor dir hier und ich habe nicht die Schnellreise genutzt. Ist ja gut. Man kann auch damit rechnen, dass die Schnellreise 10 Sekunden dauert, bis die mal anfängt. Da bist du. Ja. Der Held des Imperiums. Sehr beeindruckende Arbeit. Ihr habt nicht nur die Direktive 7 aufgehalten, sondern auch jegliche Spur ihrer Bewegung vernichtet. Das war auf jeden Fall eine amüsante Ablenkung von den Angelegenheiten des Rats der Sith. Es ist mir eine Ehre, eure Unterstützung zu haben, mein Sith Lord. Was machst du da? Ja. Genießen Sie ruhig Ihr Gerede über Zerstörung und Sieg. Ich werde mich einfach entfernen. Ah, ja, du. Obwohl das Imperium deine Hilfe bei der Lösung der Situation natürlich zu schätzen weiß, bleibst du trotz allem eine potenzielle Bedrohung. Eine Bedrohung?
Was soll das denn heißen? Ich habe nicht vor, jemandem etwas zu tun. Vielleicht nicht. Vielleicht aber doch. Effektiv gesehen bist du nicht anders als die anderen Droiden der Direktive 7. Um diese Bedrohung endgültig zu beenden, musst du deaktiviert werden. Dieser Droide ist das letzte Überbleibsel der Direktive 7. Wir sind erst sicher, wenn er erledigt ist. Nein! Ich habe alles für sie gegeben. Ja, schön, dass du mir zustimmst. Ich bin ein freies Wesen! Perfekt. Die Angelegenheit ist erledigt. Ich danke euch erneut für eure Hilfe. Es war mir eine Ehre. Endlich konnte ich wieder dunkle Seite Punkte sammeln. Endlich konnte ich wieder helle Punkte sammeln. So, jetzt müsste es theoretisch mit dem nächsten weitergehen. Geht es schon wieder? Oder auch nicht. Das ist Direktiv 7. Hier hatten wir eben. Da ist noch ein Droide. Das war auf republikanischer Seite ein bisschen schöner. Da waren die drei nämlich direkt nebeneinander und man wurde auch immer direkt weitergeleitet. Operationen. Das wollen wir nicht. Operationen. Den chronologischen Story Guide. Dashpoint, Kaon wird belagert, beziehungsweise verlorene Insel. Ja, okay, die sind hier bei mir. Zwei Droiden dazu. Perfekt. Im Osten. Ich würde sagen, kurzen Schnitt, kurze Pause. Okay. Dann machen wir eine kurze Pause. Da kann jeder mal Wasser wegtragen. Jo. Dann bis gleich.
Ich hoffe, es schmeckt. Was? Dann ist gut. Knirsch, knirsch, knirsch. Knirsch, knirsch. Die anderen Die anderen spielen einfach so Warzone. Unfassbar. Wer hat denen denn das erlaubt? Also ich nicht. Ein Free-to-Play-Titel. Zumindest aktuell. Kein Grund zur Sorge. So, mal wieder die Aufnahme einschalten. So. Aufnahme läuft wieder. Du hast den Weg inzwischen auch gefunden, ja? Ich habe den Weg gefunden. Ja, ich stehe hier und bin gespannt, was uns gleich erwartet. Okay, wir müssen scheinbar irgendwie die Missionen bekommen. Ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Okay. Das geht erst, wenn man die Missionen bekommen hat. Wie man die bekommt, ich habe keine Ahnung. Sonst gehen wir nach Ilum. Irgendwie ist das heute ein bisschen verbuggt, habe ich so das Gefühl. Kurz den hier ansprechen. Das wird das gleiche sein. Dann geht der Story-Modus wirklich nur einmalig und nur, wenn man die Story dazu hat. Könnte vielleicht nochmal auf der Flotte gucken. Also auf dem Hauptschiff. Irgendwo muss es ja was geben. Ich gucke mich hier nochmal um. Ich gehe mal aufs Hauptschiff. Zum Läufer hier durchs Schiff. Was denn? Irgendwie lustig. Ich mag den Läufer. Operation und Fans. Also mit dem Ding halt durchs Schiff so Decken hoch. Zumindest durch die Gänge. Hier steht zumindest nichts Lilanes rum. Wie gesagt, das war auf republikanischer Seite viel angenehmer gelöst. Hier sind lilane Sachen. Entermannschaft, das ist aber noch ein anderer. Auftakt Revan Schatten. Ne, da sind wir auch noch lange nicht. Alles hier Operationen. Ne, Entermannschaft war es aber, glaube ich, nicht, oder? Nein, das war von Kaon und Insel. Ich habe halt nur den lilanen für Entermannschaft gefunden. Andere gibt's nicht. Hallo Xavier da, einen schönen guten Abend. Gut, dann würde ich sagen, machen wir halt mit den Ilium-Sachen weiter, oder? Ja. Bisschen schade. Aber gut. Es gibt Schlimmeres, was man verpassen kann. Definitiv. Dann wieder nach Ilum. Sternkarte. Ilum wird zum Glück gut hervorgehoben. Ich finde das. 50 bis 50. Oh, sind wir da hoch genug für? Knapp. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Aber ich finde schön, dass man die Sternenkarte mittlerweile auch so ganz normal raussuchen kann und nicht mehr extra zum Schiff muss. Kann ich auch keine Schnellreise machen? Ich dachte nicht. Jetzt geht das.
Kantina. Ilum. Willst du ich in die Kantina lieber nach unten? Ja eben, da sind ja... Hier fehlen ja auch nur noch die Flashpoints. Deswegen hatte ich im Discord ja geschrieben, dass wir heute vermutlich ganz viele Flashpoints machen. Ja, also mindestens einen. Ob wir die restlichen finden. Ja, genau. Also eigentlich hatte ich ja mit den dreien von der Flotte gerechnet und hier sind es, glaube ich, auch drei. Glaube ich. Mal gucken, wie lang die sind. Der eben vorher schon eine Stunde lang. Ja, ja, die werden, also Flashpoints sind irgendwie immer so eine Stunde etwa. Aber den einen können wir auf jeden Fall noch machen, ja. Also, muss man sagen. Hier die Schlacht von Ilum? Ja. Das heißt die Neustarten. Das frage ich mich auch. Ich bin jeden Moment da. Ich habe die noch nie gemacht. Ich mit meinem anderen Charakter mal in so einer Random-Gruppe. Aber ansonsten, nein. Und das ist schon viele Jahre her. Wir hätten den Verräter töten sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Gut, dass ihr euch uns anschließt. Vielleicht wird euer Wissen über Malgus, den Verräter, die Gemüter etwas abkühlen. Jemand hat Malgus in diese mechanische Maske gesteckt. Sobald er seinen Kopf zeigt, zerbrechen wir den Rest von ihm. Was war das? Ich habe Jahre damit verschwendet, Malgus zu dienen. Er hat mich sogar gefragt, ob ich an seinem Verrat teilhaben möchte. Natürlich habe ich mich geweigert, aber ich hätte ihm ins Gesicht spucken sollen. Ein wahrer Imperialer hätte den Verräter an Ort und Stelle niedergestreckt. Ungeachtet dessen hat dieser verräterische Hund die getarnte Raumstation unseres Imperators gestohlen und ist in den Weltraum geflohen. Großmoff, Darth Malgus' Truppen fallen auf den Planeten ein. Seine Schiffe kamen praktisch aus dem Nichts und Truppenstürmen heraus. Alarmiert die Armee, fordert Verstärkung an. Dieser feige Abschaum wird das Imperium nicht noch einmal in Verlegenheit bringen. Wenn Malgus Tarnjäger hergebracht hat, wird das Imperium sich eins der Schiffe holen. Ihr habt recht. Ein Kommandojäger aus Malgus Flotte sollte die Koordinaten der Station auf seinem Navigationscomputer haben. Endlich unterläuft dem Verräter ein Fehler. Stehlt eins seiner Schiffe und ihr könnt direkt zu Malgus verborgener Raumstation fliegen. Findet einen Piloten für mich und ich werde dieses Schiff sichern. Ich Hier wäre stolz, euch in den Kampf gegen den Verräter zu fliegen. Du? Ich weiß ja nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann ist es entschieden. General Hesker wird euch helfen, einen Tarnjäger zu übernehmen und euch zu Malgus Station fliegen. Ich werde mein Schiff sofort bereit machen. Hesker wird euch an die Front bringen. Bahnt euch dann einen Weg durch die Armee des Verräters, um ein Schiff aus Malgus vorzustehlen. Geht nun. Vernichtet den Anführer dieser Invasion. Zeigt Malgus, dass das Imperium stärker ist, als er denkt. Für das Imperium. Für mich. Für dich? Du bist nicht das Imperium. Gegen Franz. Komm, wenigstens da musst du mir zustimmen. Okay, ja, da bin ich dabei. Oh. Ein blaues Terminal. Mein Gott. Das Imperium ist ein Symbol für Stärke, Respekt und Reinheit. Darth Malgus darf dieses Symbol nicht in den Schmutz ziehen. Gebt den Befehl und wir lassen Feuer auf die Invasionsarmee herabregnen. Das wird ein guter Kampf. Die Vorstellung gefällt mir. Wenn wir über dem Schlachtfeld sind, setze ich euch bei den Schützengräben ab.
Danach werde ich euch Luftunterstützung liefern. Jetzt zum Kampf. Malgus der Verräter wird lernen, das Imperium wieder zu fürchten. Wir müssen da hinten hin. Wir haben ein Flashpoint im Story-Modus betreten. Das ist gut. Alles andere wieder so ein Druider. Ich will den nicht. Vielleicht kann man ihn noch abschaffen. Republik hat zwar denselben Feind wie wir. Der kann sterben. Das heißt nicht, dass ihr vertrauen da kann man ihn widerrufen. Ich glaube, wir müssen Taxi fahren, oder? Willkommen. Bitte ja. Wählen Sie eine. Hui. Ja, das ist etwas weiter Weg. Erinnert mich an eine Wüste. Ja, eine Eiswüste. Ja, erinnert mich an eine Sandwüste. Ja, gut, es gibt Ähnlichkeiten, das stimmt. Deswegen auch der Banter, ne? Oha. Endlich wieder gegen Druiden kämpfen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Eben. Hey, Level up. Kämpfe gegen neue Imperiale. Gibt es veraltete Imperiale? Naja, also die neuen Imperialen sind bestimmt die, die Malgus folgen. Ja, die Missverstandenen. Genau, und wir sind die alten Säcke. Noch. Oh. Ah, ich hab mich gewundert vom Pulps. Ich wollte gucken, ob ich eine neue Fähigkeit freigeschaltet habe, zumindest über die Gefechtsgeschichte. Oder war nix? Erst beim letzten. Was soll ich denn mit dem Messer? Das ist für mich. Aber auch fürs Bier. Bisschen ungewohnt hier mit denen gegen Imperiale zu kämpfen. Turbolaser-Batterien müssen auch noch irgendwo rumstehen. Oh. Aber das hier sind nicht die Turbolaser-Batterien, ne? Weiß nicht, da war so ein großer toter Druide im Weg. Außerdem kann man nicht so weit rauszoomen. Ach doch, eigentlich schon ziemlich weit. Echt? Ja. Ich nicht. Muss man mal einstellen. Oh. Das muss ich vielleicht wirklich mal machen. Weil mein Hauptschar ist ja ein Fernkämpfer, da geht das eigentlich immer, wenn man sich nicht so weit rauszoomt, aber hier.
Nahkämpfer ist doch ein bisschen... Da den einstellen. Achso, Rucksack. Ah. Entschuldigung. Welchen Einstellungen? Ich bin gerade am Suchen. Ja, gleich oben bei der Steuerung gibt es Kamera, maximale Kameraentfernung. Ah. Bei mir steht es auf 100%. Bin mal gespannt. Ui. Kommt richtig weit weg, oder? Wahnsinn. Fernkämpfer habe ich halt auch keine so großen Probleme. Da kann ich gerne ein bisschen näher dran sein. Ja, genau, aber als Nahkämpfer ist dann doch irgendwie mal so ein bisschen. Wo sind die Gegner? Genau. Wo stehen die jetzt rum? Ich meine, stehen da unten auf der Minimap ja eigentlich. Ich war die beste Duellantin in meiner Klasse. Müssen wir aber erstmal unten hingucken und dann rennt genau. Vielleicht, glaube ich, die Gegend. Verwechselt man links und rechts oder Nord und Süd? Ja, das geht auch immer schneller, als man so denkt. Garg! Hier ist Garg! Hm, Komerianer, das passt ja auch zur Wüste. Jetzt kommen sie wieder zu mir. Achso, die ist auch. Garg ist auch gerade ein bisschen unverwundbar irgendwie. Oder auch nicht. Sehr gut. Okay, den Flashpoint habe ich wirklich noch nicht gespielt. Es gab einen Erfolg. Ja, gab bei mir auch einen. Kampf gegen Garg unwirksam. Mhm. So ein bisschen schade, dass es für die Erfolge keine Belohnung gibt. Also. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, du kannst dich damit rühmen und einen Screenshot von machen. Ja. Ey. Das ist wie mit Steam Achievements. Kann man machen, muss man nicht. Das mal dem armen Ossel. Ja, ich weiß, der denkt da anders. Möge die Macht mit uns sein. Aber solange nicht widerspricht, habe ich recht. Ossel würde dann nie widersprechen. Bist du dir da sicher? Das würden wir ja mitbekommen. Er hat nicht wirklich widersprochen. Ja, das stimmt, das stimmt. Voll gut. Wie stehst du denn zu den Achievements, China? Du bist doch eigentlich auch so ein Sammler. Zumindest. Ja, ich bin ein Sammler, aber kein Achievement-Hunter. Hm. Es gibt ja vielleicht das eine oder andere Achievement, wo ich sage, okay, das hätte ich gerne aus irgendeinem Grund. Aber im Großen und Ganzen, lass mich in Ruhe mit den Dingern. Ich freue mich immer, wenn sie aufploppen, aber. Am schlimmsten sind die, okay, ich habe 5 Schritte gemacht, krieg ein Achievement dafür, dass ich das Spiel gespielt habe. Oh, da habe ich gestern auch eins bekommen. Ich habe das Spiel gestartet, da gab es dann auch schon das erste für.
auch so denke, okay. Ich werde dafür belohnt, dass ich die Story spiele, die ich spielen will. Moment. Mhm. Finde den Fehler. Da kann man noch extra Ziele setzen für dieses und jenes, um mal irgendwas Bestimmtes denn zu erreichen. Ganz viel Zeit investieren. Jeden Boss ohne Kratzer zu besiegen zum Beispiel. Oder noch schlimmer, irgendwelche Schleich-Achievements. Die Herausforderung, wo man sich gerne stellen kann, wenn man es unbedingt möchte. Genau. Eigentlich ganz gut, ja, geben einem vielleicht nochmal einen Anreiz, ein Spiel nochmal zu spielen oder vielleicht auch zu sehen, was es noch für andere Wege gibt. Da hinten. Aber sowas wie, okay, ich brauche jetzt Platinum-Trophäe, nee. Muss also gut sein. Das müssen wir den Fremdlingskommandanten finden. Der steht direkt da vorne angeblich. Oder ist das... Hm. Mal gucken. Ah. Ach, wir müssen ja auch noch ein paar Streitkräfte besiegen. Das macht sie gleich wie von alleine. Drum. Drei noch. Und wer weiß, was dann noch wieder für... Aufgaben warten. Ach, Ossel, wenn es dafür eine Belohnung gibt, würdest du auch das schaffen. Mit Sicherheit. Ossel würde es so lange versuchen, bis es klappt. Das soll ihn vorher zerstören. Die sind bestimmt in da drinnen. Ah, bestimmt. Ah, es sind ja sogar zwei. Auf wen gehen wir zuerst? Das ist mir egal. Okay. Ich mache eher vier Flächen Schaden. Schlag zu, Drindarzell! Für Imperator Malgus! Haben wir ja ziemlich viele Fremdlinge versammelt. Ich bin Häuptling Velaso Gretsch. Ist Reiniger der Kali-Stämme und Ruin des alten Imperiums. Geschütze. Schon wieder. Ich mach eben den einen hier noch platt. Wird mich für euren Tod ehren. Malgus, ich bin eine Schande für euch. Sagt das aber auch sehr emotionslos. Ja, aber davon jede Menge. Ups, ich habe falsch geklickt. Wollte gerade auf alles nehmen gehen. Ah, wie schön. Ja, Bier, wenn du den Renegade-Durchlauf machst, dann bringst du alle um, oder? Kaputt. Ja, kaputt können wir gut. Ja, kaputt geht. Der ist grün. Wie ein Sklaven. Ja. Die Sklavinnen müsst ihr eigentlich befreien. Hm, aber wir sind vom Imperium. Also ich bin ja eine gute Imperiale, aber du, also dein Charakter... Ein Harem wäre was Interessantes. Wie viel ins Schiff passen. Ach, das war doch groß da am Anfang, womit wir hergekommen sind.
meinte mein persönliches Schiff. Ach, dein persönliches, ja gut. Zur Not fliegst du halt mehrmals. Musst du dir noch eine Festung kaufen und dann... Ich hab doch eine. Na dann. Welche denn? Die Tatooine, muss das doch sein. Ich habe mir mal die auf Yavin 4 gegönnt gehabt. Oh, da leuchtet's rot. Ja, das sind Gegner, aber ich suche nach Vorräten zum Zerstören. Ach ja, die Bonusmission. Keine Ahnung, wie die aussehen, wie man sie erkennen soll. Weiß ich nicht, machst so einen kuscheligen Eindruck vielleicht. Hier ist so ein Kristallding. Ja. Das ist einfach eine ganz normale Kiste. Muss man erfüllen. So, wie viel davon haben wir jetzt übersehen? Aber ist egal, ne? Keine Ahnung. Da ist zum Beispiel noch einer. Schmeinchen. Jetzt lauf doch nicht weg. Ich kann gerade meine Sprungfähigkeit nicht nutzen. Eben aus, als wärst du, hättest du eben großzügig drüber geschossen. Ja, das sah bloß so aus. Deine Optik ist kaputt. Ich weiß ja nicht. Die feindlichen Kump-Kanäle sind aktiv. Offenbar ist Darth Malgus rechte Hand auf dem Weg nach Ilum. Oh, lila Kristalle. Die braucht doch keiner. Das stimmt. Obwohl, zu deinem würden sie ganz gut passen. Ich hab aber... grau-lila bei mir drin. Grau-lila? Ja, also ich kann das als... besten Fall. Oder es heißt Zartviolett ist der Farbkristall. Die Anzeige dafür ist aber so ein Grau auf der linken Seite und Lila auf der rechten. Meiner ist Feuerorange. Kein Grund zur Sorge. Ach so, ja. Und Teil kann man, wenn wir das nach oben gehen, noch machen. Ja, denke ich auch. Anderen Grund gibt es dafür vermutlich jetzt nicht. Nee. Nicht wirklich. Hier sind vor allem Viecher. Naja. Die paar Minuten haben wir ja. Haben wir nicht? Oh, Zeit ist knapp. Oh je. Der Flashpoint geht zu Ende. Oh nein.
Flashpoint mit Countdown. Boah. Ein Kanister sehe ich da unten. Yay. Aber das hier ist wieder so dieses Standard-Endteil von der Höhle, ne? Jede Höhle endet auf diese Art und Weise. Auf mich eingeprügelt. Fies. Mich haben sie in Ruhe gelassen. Scheint nichts zu sein mehr. Okay, dann müssen wir die jetzt auch nicht. Also Achievement Hunter will jetzt sagen, okay, das sind ja wieder. Die sind auf meinem Zähler dann drauf. Ja, stimmt natürlich. Grund zur Sorge. Boah, wie die ihr Lichtschwert hält, das ist aber auch gemeingefährlich hier. Ja. Ist das Bein auch gleich ab? Ach, das wird schon. Kristallenergie-Druide. Ach, da gibt's noch einen großen von. Ich hatte gedacht, die wären beide ganz normal golden, aber gut. So hörst du mir zu. Ich hatte mich schon gewundert, warum hier jetzt Kultestationen stehen bei zwei goldenen. Aber das erklärt ja dann doch einiges. Die Höhle geht hier weiter. Oder? Nee. Noch nicht. Aber hier stehen auch noch Kisten rum. Kriegmeister am Weg. Aber nicht lange. Wenn ich schon hier bin. Der Gina macht das schon. Ja, mit ganz viel Hilfe von irgendwelchen externen Kräften. Na, siehst du. Ah, ich habe noch eine Kiste gefunden. Ja, ich auch. Kein Grund zur Sorge. Dann schaffen wir das ja vielleicht doch noch. Okay. Oh. Kommt ihr denn jetzt alle her? Ich habe die Kiste zerstört habe. Sollen sie immer nicht so anstellen. Du schießt eindeutig drüber. Nein! Du siehst doch die. Kisten gehen kaputt. Ich kann also sie gar nicht. Sie gehen kaputt. Ja, doch, ich habe ja eben geguckt. Der Chat ist mein Zeuge. Du hast einen Knick in der Optik. Nee, ich habe genau von der Seite geguckt. Kannst es dir dann nochmal angucken. Das ist ganz eindeutig, dass du rüberschießt. Also, du stimmst mir auch bestimmt zu, dass ich getroffen habe. Der stimmt mir zu. Ja. Ich kann ihm auch versprechen, nicht mehr Franz zu dissen, wenn er mir zustimmt. Als ob er dir das abkauft. Ja. Als ob du das durchhalten würdest. In meinen Träumen. Okay. Du hattest die Chance, Ossel. Oh, hier sind sogar zwei Kisten. Da haben wir es fast geschafft. Oh, stimmt.
Ja, auf der anderen Seite ist vielleicht auch noch eine. Oh, das ist die eine, die wir am Anfang dann übersehen haben. Schon wieder. Immer. Du weißt doch, wenn ich was kann, dann ist es Sachen übersehen. Hätte ich doch bloß BM-Mod mitgenommen. Tja, jetzt noch ein bisschen warten müssen. Da ist eine Kiste. Jo. Klingmeister, bleib doch mal stehen. Es sind gerade zwei Kisten. Aber wir brauchen doch nur eine. Generator. Okay, das kommt dann später. Ja, nördlich von uns. Krelltack. Gesundheit. Noch einer von diesen Kommandanten. So, denn. Ich bin auch mehr in der Luft als alles andere hier. Wann hast du denn fliegen gelernt? Ja, vorhin. Kreltak hat mir das eben beigebracht. Die ganzen Piraten die ganze Zeit her. Aus dem Tunnel da. Unfassbar. Wie? Ein goldenes Ohrstück. Ich habe keine Ahnung, ich habe ja auch jede Menge komische Sachen. Na, die goldenen sind dann, glaube ich, vermächtnisgebunden. Aber auch täuschen. Auf Stufe 74 erreicht. Yay, da sind wir jetzt ja gleich. Ich habe ungefähr bis zur halben Stufe Erfahrungsboost. Was machst du denn sowas? Thank you.
Doch, er ist einsam. Stimmt doch gar nicht. Doch dich. Sie ist unter sich. Und dann ruft er so viele Leute. Grund da reinzugehen. Also die Missionen sind da zumindest nicht. Geradeaus dann rechts für die fürs Bonus. Jo. Das ist Reichweite. Stimmt doch gar nicht, jetzt in Reichweite. Eben war noch nicht in Reichweite. Da durfte ich nicht. Grund zur Sorge. Schön, dass die angerannt kommen und uns dann ignorieren. Ach, die können es halt nicht erwarten. Oder es war Zufall. Vielleicht haben sie gerade ihren Jogging-Ausflug. Aber es ist nicht mehr lange hier. Wieso kommen die denn wieder alle zu dir? Keine Ahnung. Schubst mich so aus meiner Deckung. Das geht aber gar nicht. Hätte ich doch einen Tank spielen müssen. Noch mehr Viecher. Da gibt es gleich bestimmt noch mal einen Boss. Kann mir gar nicht vorstellen, wieso. Sagen wir mal Intuition. Ein Ungleichgewicht in der Macht, das ich wahrnehme. Falls du die Gegner suchst, sind bei mir. Ach so. Aber nur ein paar. Das ist ja noch mehr. Trau dich. Ja, ich habe jetzt gefragt, ob du den Gegner angreifst. Achso, nö. Das machen wir gleich, wenn der Boss uns dahin schmeißt. Erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Ja. Der ist aber niedlich. Der ist etwas größer. Und Fell hat der. Eieiei. Und diese Nase. Kleopatra gefiel mir besser. Da kommt man ja auch nicht ran. Weißt du, der schmeißt einen durch die Gegend hier. Ich sag, wir kriegen gleich noch Besuch von den anderen. Hui. Ist ja gut. Ist ja unglaublich.
zur Sorge. Haben wir es jetzt? Ja, erst haut er mich K.O., dann schmeißt er mich zweimal weg. Ich war meistens an derselben Stelle. Ich nicht. War mal hier, mal da. Bonusziel erfüllt. Uhu. Ist das der Ausgang? Ja, das ist die Richtung. Wir bieten sogar quasi gerade exklusiven Content an. Wir sind die einzigen auf diesem Server, die gerade diesen Flashpoint spielen. Ja. Leute, kommt ein bisschen näher ran, damit ich zielen kann. Ui. Hier drückt ihr kaum näher ran. Es war doch das, was du wolltest, oder? Eine gewisse Distanz sollten Nahkämpfer schon zum Fernkämpfer wahren. Ach so. Wenn man mit einem Messer zum Fernkampf kommt, das ist... Das kann man werfen. Ist gar nicht mal so am Thema vorbei. Musst du wieder so brutal alles kaputt machen. Natürlich. Jetzt sag nicht bloß, weil das Ganze zum Flashpoint gehört. Nee, das hätte ich auch so gemacht. Die Generatoren sind ja vergleichsweise doch eher schlecht gemacht. Obwohl, ja doch, jetzt kommen ja viele an. Gut. Oh Gott, muss ich erstmal durch die ganze Festung alles durchkämpfen. Na gut. Das stimmt natürlich. Hör doch auf, wieder recht zu haben. Ich hätte nachträglich Verstärkung hinschicken können. Nö, irgendwann ist ja auch mal gut. Es ist eh beachtlich, wie viel der gute Malgus so auf seine Seite ziehen konnte. Er hat ihn, glaube ich, irgendwas von wegen unverwundbar getan und versprochen. Ach, das Übliche halt. Versprechungen, die man nicht halten kann. Mhm. Hat ja auch keine Chance. Irgendwo in die Richtung. Kommst du wieder nicht übers Geländer? Ich komm nicht übers Geländer. Das ist mal eins, was seinen Zweck erfüllt. Ich sehe schon, wenn du mächtige Jedi aufhalten möchtest, bau ein Geländer davor. Wenn man sich ja so diese Ilum-Sachen hier anguckt, da merkt man schon, dass sie dann doch so von der Grafik dann später doch noch ein bisschen einen draufgelegt haben. Ja, wenn die Engine länger im Einsatz ist, man vielleicht so noch Verbesserungen vornehmen kann. Ja. Na gut, aber wie alt ist das Spiel jetzt? Was kann ich von wann ist denn das eigentlich? War es über 2010 rum? Dann hätte es ja auch schon, also... So ganz generell. Ja gut, aber so um die 10 Jahre. Ich habe mal nachgeguckt gehabt. Ah doch, das kommt ganz gut hin. 2010, na obwohl, ich glaube eher 11. Das war jetzt wirklich bloß so... 11 oder 12. Ich glaube 11. Thank you.
Da habe ich auf jeden Fall schon in meiner WG gewohnt. Das müsste 2011 gewesen sein. Vorher auf keinen Fall. Aber gut, aber trotzdem so für 8, 9 Jahre, finde ich, sieht das Spiel immer noch super aus eigentlich. Also es ist eine Engine, die gut gealtert hat, finde ich. Das ist halt dieser leichte Comic-Look. Der hält sich wesentlich besser als in der Liste. Ja. So, was hat das so Schönes dabei? Nix. Zeug. Ach nein, das war Heilung. Das hier ist das Wichtige. Achso, da müssen wir beide drauf drücken. Da war es kurz weg. Dafür brauchten wir jetzt uns beide. Interessant. Ziel anvisiert. Raketen los. Die Gegner, die man hier stehen lassen kann. Ja. War das jetzt einer von uns, der jetzt gestorben ist, oder einer von den anderen? Keine Ahnung, vermutlich einer von denen. Dann ist alles gut. Oder wir finden den General irgendwo im abgestürzten Wrack. Hauptsache nicht unser Schiff. Eine Tür! Ich habe eure Ankunft vorhergesehen, mein Sith Lord. Willkommen. Ich bin noch gar kein Sith. Tja, hat ja auch mit mir gesprochen. Ilum ist mit imperialem Blut befleckt. In diesem Moment unterliegt eure Armee der überlegenen Stärke von Malgus' Truppen. Ich fürchte, ich war gezwungen, eure Angriffsstaffel zu vernichten. Sie waren so dreist und haben meinen Stützpunkt angegriffen. Ich hoffe, es waren keine Freunde von euch. Kollegen. Oh, den kenne ich scheinbar. General Hesker war ein hervorragender Pilot. Den konntet ihr im Leben nicht abschießen. Ich versichere euch, das brennende Wrack seines Schiffs liegt auf dem Grund einer Schlucht. Sie wollen deinen Tarnjäger? Danke, meine Liebe. Telsa Ko ist eine Voss-Mystikerin. Bald wird sie eine Vision empfangen, in der die Voss unter Imperator Malgus in Wohlstand leben. Dann werden sich uns alle Voss anschließen. Der feige Sith wird dafür büßen, diesen Titel angenommen zu haben. Nur eine Vision ist gewiss. Ihr habt gekämpft. Ich habe zugesehen und mich vor dem Sieger verbeugt. Wenn das so ist, werde ich deine Vision erfüllen. Für den Ruhm des neuen Imperiums. Telsako, beobachte, wie ich den imperialen Abschaum vernichte. Auch gedacht. Aber scheinbar nicht. Enttäuscht. Wenn ihr tot seid, werden die Voss sich uns anschließen. Ach, die Voss, die sind doch neutral. Diese Gegner, die verschwinden. Ja, es schließt sich sind aus dem Fokus raus. Diplomatie erlaubt nur wenig Blutvergießen. Wie ich das vermisst habe. Vor allem nutzt er das gar nicht, um sich mal woanders hinzustellen. Sorge. Aua.
Katze, dass sich ein bisschen bewegt. Nein, ich hätte ihn noch jetzt gehabt. Felsako, ich habe dich enttäuscht. Dürfen wir die Dame jetzt anwärmen? Stimmt. Oh, erfolgreiche Schlacht. Darth Serevin war ein Freund der Voss. Ich wünschte, ihr wärt an seiner Stelle von uns gegangen. Hesker hier. Wiederhole, hier spricht General Hesker. Hört ihr mich? Ich dachte, Serevin hätte euch vom Himmel geholt. Ich bin im letzten Moment abgesprungen. Meine Verletzungen sind nicht der Rede wert, aber mein Schiff ist Geschichte. Informiert den Groß Moff, dass Darth Serevin tot ist und sein Tarnjäger jetzt dem Imperium gehört. Hervorragend. Imperiale Truppen sichern gerade das Fort und wir haben Überlebende gefunden. Soll ich sie erledigen? Verschont uns und mein Volk wird sich dem Imperium anschließen. Gefangenschaft wird Malgus Anhängern zeigen, dass das wahre Imperium auch voller Gnade sein kann. Wie ihr wünscht. Meine Familie schließt sich dem Imperium an. Groß Moff Regus plant bereits unseren nächsten Angriff. Sichert den Tarnjäger und bereitet euch darauf vor, den falschen Imperator zu töten. Was war denn bei dir da los? Das war unfair. Warum? Mich vor so eine Wahl zu stellen. Aber du hast es ja geschafft, zu entscheiden. Das ist einfach weg. Ja, ich habe einfach so den Bereich verlassen genommen. Unfassbar. Aber ich auch. Oh, wir haben 20 Uhr. Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. Das ist richtig. Ja, bei dir weiß man ja nicht. Früh aufstehen, in die Schule gehen. Das fällt ja gerade ein bisschen raus. Können wir erstmal Bericht erstatten hier. Meinen Glückwunsch. Wir haben gerade die Neuigkeiten von der Front gehört. Der Verräter Serevin hatte den Tod verdient. Die Voss haben ihn schwach gemacht. Dank euch haben wir einen Tarnjäger in unsere Gewalt gebracht, inklusive der Koordinaten von Malgus getarnter Station. General Hesker bereitet ihn für euren letzten Angriff vor. Serevin hat den General niedergeschossen. Wird er flugtauglich sein? Hesker ist verletzt, aber unerschütterlich. Niemand wird ihn von diesem Kampf abhalten. Aber ihr dürft noch nicht aufbrechen. Kurz nachdem Darth Serevin besiegt war, erhielten wir diese Nachricht vom Verräter. Gratulation, Groß Moff. Eure Schergen haben mir unstreitig gemacht, aber das ändert gar nichts. Ich habe mir die Ressourcen der Fabrik zunutze gemacht. Sobald die Droiden meine Tarnflotte gebaut haben, werde ich mit einem Schlag zerstören, was von eurem Imperium noch übrig ist. Ich kann es kaum erwarten, dem Verräter das Grinsen aus dem Gesicht zu wischen. Gut. Wir können es uns auch nicht leisten, noch länger zu warten. Das Tarnschiff, das ihr erbeutet habt, ist bereit. Wir haben es mit einem Peilsender ausgestattet. Unsere Flotte wird euer Schiff verfolgen, während General Hesker euch zur Station des Verräters fliegt. Sobald ihr sicher im Inneren seid, werden wir angreifen. Heute wird ein Imperium fallen. Sorgt dafür,
dass der Verlust bei Malgus dem Verräter liegt. Schließe den Flashpoint der falschen Imperator ab. Genau, wird ja sicherlich auch wieder ein Stündchen dauern. Machen wir noch? Zwei Flashpoints, die würde ich dann lieber aufs nächste Mal schieben. Alles klar. Dann kann man auch nochmal nach den anderen beiden gucken, wie wir die an die rankommen. Ja, stimmt. Okay. Dann spielen wir uns mal in die Kantine. Für maximale Regeneration der Erfahrungspunkte. Ja. Dann noch viele, die wir jetzt brauchen. Ja, massig. Bis zum Max-Level. Aufnahme habe ich mal ausgemacht, kann ich in Ruhe mal meine Belohnung hier durchgehen. Alles klar, ich werde den Stream dann einmal kurz beenden und dann wieder starten. Dann machen wir nämlich jetzt hier weiter mit dem Cooking Simulator. Bisschen kochen. Da werde ich ein bisschen zugucken. Sehr schön. Ich kriege wieder Hunger. Perfekt, ja, ich kriege auch immer Hunger bei dem Spiel. Ist furchtbar. Alles klar. Dann bis gleich. Jo.